Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Wir gehen jetzt mal zurück zum Geistlichen. Und hacken erstmal diese kleinen beiden Hunis hier in Stücke. Gönn. Ja. Irgendwie haben wir ja nicht so wirklich neue Sachen darüber rausgefunden. Ich würde sagen, wir können noch mal kurz zu dem reichen Sack gehen und versuchen, ihn ein bisschen beim Würfelpoker auszunehmen. Allerdings habe ich mit Würfelpoker jetzt nicht so die besten Erfahrungen. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich verlieren. Ich muss auch ehrlich sagen, Würfelpoker macht mir gar keinen Spaß. Also Glücksspiel allgemein ist halt echt dumm, weil es ist halt sehr viel Glück, weil du das gewinnst. Komm mal her. Gib. Danke. Gott, hör auf, dich abzuwollen. Ich wüsste immer noch echt gerne, warum die scheiße Tränke nicht bekomme. Hallo, Odo. Du hast doch bestimmt Bock, mit mir zu zocken, oder? What's up? Was? Würfelt ihr? Heidnische Bräuche, davon will ich nichts hören. Der Geistliche predigt, merzt es aus, merzt es aus. Ihr wisst also, was das ist. Bringt das zu den Zwergen. Mehr sage ich nicht. Odo. Es scheint, ihr wolltet Meister Gerwand betrügen. Was? Wann? Merzt es aus. Heuchler. Sultan sagte mir, dass ihr gerne würfelt. Was habt ihr auf dem Herzen? Gut. Ich spiele um wenig Einsatz. Ich will einfach nur gegen ihn gewinnen. Ich merke, dass er nicht so gut ist. Spiele ich vielleicht ein bisschen weiter. You fucking kidding me? Wir hätten zwei Paare gehabt, aber ja, ne, er hat sich entschieden, doch nicht. Er hat ein paar. Wir haben ein paar. Ich erhöhe mal auf 26. Vielleicht können wir an ihm ja wirklich ein bisschen Geld machen. Wir werfen die wieder ins Rennen. Und zwei Paare und eine 6. Jetzt macht er ein Full House und wir haben verloren. Oder ein Dreier würde auch reichen. Nein, wir haben gewonnen. Tatsächlich nice. Drei Runden geht die Scheiße immer. Das habe ich gelesen. Wir haben ein 5er. 1, 2, 3, 5, 5 haben wir. Okay. Wir haben ein paar, er hat ein paar. Wir erhöhen nochmal um 26. Wir haben gleich mehr kein Geld. Wir werden das sehr wahrscheinlich verlieren. Nein, den nicht, den. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen für uns. Ja, jetzt ein deutlich besseres. Ja, er hat noch einen zweiten Paar gekriegt. Gut, nächste Runde. Die Runde müssen wir jetzt noch gewinnen, weil es ist Best of Three. Wir haben zwei Paare, okay. Das heißt, wenn er jetzt einen Dreier macht, hat er schon mal besser als wir. Er hat ein Paar. Ich bleibe beim Einsatz. Und ich hoffe einfach, dass er keinen Dreier macht. Weil wir auch nichts machen. Ach, Gott sei Dank, Alter. 114 gewonnen, nice. Und schnell wieder weg. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen, wirklich nicht. Gut. Das heißt, wir laufen jetzt zum Geistlichen, glaube ich. Er ist doch eben schon einer gespawnt. Warum spawnt er jetzt noch einer? Ich glaube, die kann man unendlich oft besiegen. Also an denen kann man sich theoretisch Geld farmen. Was gar nicht mal so cool ist, muss ich sagen. Okay, das wollte ich gar nicht mehr. Oh Gott, ey. Das gilt, also man muss übrigens nicht schnell hintereinander auf die Taste drücken, sondern 1, 2. Also
irgendwie reicht eine Stunde dazwischen. Oh Gott, Alter. Ja. Keine Ahnung, was der Junge mit seiner Scheiße sagen wollte. Also außer, dass die Menschen dran schuld sind, weil die irgendeinem Hund das Fell abgezogen haben, schätze ich mal. Gönn. Okay, hier, der war... Oh Gott. Ist da einer spawned? Wenn ich so mache... Ups, hier rausgetappt. Wenn ich so mache, dann passiert das nicht mehr mit dem Doppel in einer Richtung tippen. Okay, perfekt. Nun komme ich so auch nicht so schnell an meinem Schwert. Ist das Problem. Eigentlich müsste ich jetzt diese ganzen Kräuter einsammeln können. Ich weiß nicht, warum das nicht so ist. An den tollwütigen Hund gehen wir besser nicht so nah ran, weil dann verwandelt er sich in so einen Bargäst. Einziger Grund, dass ich übrigens bei Nacht rumlaufe, ist, dass ich eventuell nochmal ein paar Ertrunkene abschlachten kann. Hoffe ich. Da hinten ist noch ein Bargäst, oder ist das ein anderes Vieh? Es sind zwei Bargäste, okay. Habt ihr den armen Jungen umgebracht? Okay, die Bargäste sind echt schwach, möchte ich mal anmerken. Gönn. Danke. Und ihn verleibe ich mir auch nochmal ein. Na Mist vor, okay. Stricher. Gut. Ey, Geistlicher. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin, ne? Hat der nichts oder haben wir doch schon alles ausgeräumt? Ja, wir haben doch schon alles ausgeräumt. Okay. Dann wach mal auf. Sprecht schnell. Ich spreche so schnell, wie ich möchte. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Dein Bart flackert ein bisschen. Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. Irgendwie sieht sein Mund aufgeklebt aus. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Gott, dein Bart, sagt den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Okay, aktualisierte Quest von unserem Menschen. Höchste Zeit, dass ich mich den Salamander annehme. Ich sollte die übrigen Aufgaben erledigen. Ich muss zum Gasthaus gehen. Gut. Höchste Zeit, dass ich mich den Salamander annehme. Ich sollte die übrigen Aufgaben erledigen. Ja, ich muss nur noch gegen den Typen an der Brücke spielen. Ich muss da unten hin. Das ist Heiliger Bär. Das ist noch in weiter Entfernung. Das ist in weiter Entfernung. Ich kann die Trennbrücke noch spielen. Das ist das. Ghoulblut habe ich noch keins gefunden. Okay, also ich muss jetzt eigentlich nur noch unten an die Brücke. Apropos, warte mal, habe ich Wein dabei? Scheiße, es ist ja schon Nacht. Ich habe keinen Wein dabei. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich wollte mir eigentlich gerade nur den Wein abholen, aber scheinbar wollen die Salamandra jetzt schon auf Hüftfresse. Ich bin müde. Nein, lasst mich in Ruhe. Oh, kleines Täubchen, go uns ein anderes Lied. Finger weg. Die ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikos Mädchen, Ilsa. Die hat vielleicht geschrien.
Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten, genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Wir wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Oh, das wollen wir mal sehen. Ach, wirklich? Ich töte euch wie einen Hund. Komm mal her, du halber Hahn. Schauen, ja, das ist cool. Geralt, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Kein Problem, seid Bruder. Ihr wohl auf? Jetzt, ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Die werden niemanden. Das ist jetzt schlecht. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Visima. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Die Straßen sind unsicher. Nein, ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie fertig, Geralt, für mich. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Ich sollte seine Taschen durchsuchen. Ja. Aber erstmal durchsuche ich die Bastarde hier. Gib. Eisen, Axt, Eisen durch, schwere Kohle, leichte Kohle, Überreste. Gib. Liegt da hinten, oder? Ja, genau, dort hinten. Schankwirt. Schlüssel. Der Schlüssel zum Salamander-Versteck. Gönn. Ja, das ist jetzt allerdings schlecht. Kann ich bei dir handeln? Immer noch nicht, ne? Wieso darf ich sie anfassen? Ich warte hier auf euch. Geht jetzt. Okay. Ja, das Problem ist, dass der Schankwirt meinen Wein hat. Und ich nicht. Ich hab keinen Wein. Sind alle weg, die mir Wein geben könnten. Weil Mäuschen könnte mir Wein geben. Mäuschen kann mir keinen Wein geben. Die will den Wein hier. Hier darf ich immer natürlich, okay. Dachte, wir kommen da jetzt vielleicht durch. Wo muss ich denn jetzt hin? Also ich könnte natürlich einfach so machen. Moment. Karte. Salamandra versteckt, okay. Achso. Falscher Kampfstil, juckt ihn aber auch nicht. Ich habe übrigens eben noch ein paar Bargäste totgeklatscht und ein Ghoul, der auch wieder kein Ghoulblut gedroppt hat, obwohl ich eigentlich Ghoulblut kriegen sollte, weil ich ja das scheiß Buch habe, aber nein, leider gar nein. Gut, Abigail. Kannst du mir einen Gefallen tun und bisschen Scheiß haben, bisschen Alkohol nur. Gib. Bisschen Wein, oder? Habe ich Wein dabei? Bestimmt nicht, ne? Nö. Gut. Abigail. Abigail ist nicht hier. Und Alvin auch nicht. Okay. Der Junge hat noch verkauft. Da gehen wir dann gleich mal hin. Eigentlich, er hat gesagt, ich soll alles machen, bevor ich zu denen gehe, ne? Ich habe Angst, dass das dann einfach beendet wird. Ich speichere einfach vor deren Haustür. Verwandle dich mal nicht, bitte, danke. Ich möchte jetzt nämlich gerade nicht nur 80 von euch platt machen. Danke. Da ist die ganze Zeit einer gespawnt. Zum Glück jetzt nicht, okay. Also ein Bargast.
falls das jetzt nicht klar war. Ich bin übrigens eben noch gelevelt bei dem Ghoul oder bei dem Gargis davor, glaube ich. Das heißt, wir können auch schon wieder... Hallo, Salamandraki. Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch. Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. Ich werde euch töten. War ich zu schnell, leider? Da war ich zu langsam auf jeden Fall. Bang! So, ist das ein Stahlschwert? Verpiss dich doch mit deinem scheiß Stahlschwert! Ich brauche ein fucking Silberschwert, du Mizzet! Eine Eisenachse. Okay, hallo! Ich bin Esther Geralt. Y und hack ihn klein. Wieso auch immer die mich auf einmal so gut getroffen haben, Junge. So, erstmal alles hier einverleiben. Ein Hähnchen. Nice. Hat einer von denen zu viel Alkohol dabei? Da ist eine Falltür. Okay. Gönnung. Gönnung. Natürlich haben die hier nur Bier. Dummen Wichser. Überreste, Überreste, das habe ich alles schon. Falltür. Mir geht's noch nicht so gut. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. True. Darf ich jetzt trotzdem hier runter? Ja, okay. Da ist Alvin und andere Kinder. Durch meinen Gruppenkampfstil. Hallo, Freunde. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yavets Überzeugungskraft. Wer ist Azar Yavet? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Gönn! Quest aktualisiert, die Spur der Salamandra. Ihr seid ein beeindruckender. Ich hab mich gespeichert. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten.
Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Was ist das da? Buch des Waldkauts. Stahlschwert, das ist mal Überreste. Gönn. Den habe ich schon gelootet, okay. Schatztruhe. Oh. Nice, richtig viel Geld, Alter. Euer Inventar ist voll. Ach so, ja. Nein, das ist nicht, du Arsch. Kist. Gönn. Gut, ja, hier sind Kinder. Kann ich laden. Theoretisch. Warte mal, wann ist der her? 16.40 Uhr. Wir haben 16.49 Uhr. Okay, theoretisch kann ich laden. Das fand ich allzu viel, Sie aber... Uns unseren Eltern wegnehmen. Bitte tut mir nicht weh. Ich tue dir nicht weh. Darf ich da wieder hoch? Ich denke nämlich nicht, dass ich da wieder hoch darf. Richtig? Da komme ich nicht rauf. Ich brauche einen anderen Weg hier raus. Okay, ich hätte echt erst die anderen Quests fertig machen sollen. Hallo, Alvin. Bumm. Problem ist... Das ist Abigail. Wie kommt die hinter die Mauer? Hallo, Abigail. So, ich wollte das übrigens noch lesen. Diese Notiz enthalten Formel für einen Trank aus dem Überresten eines Höllenhundes. Nach Genuss gewährt der Trank ein Silbertalent. Okay. Höllenhundseele. Und dann das hier noch. Weißer Honig. Okay. Das war's aber, glaube ich. Ja, ich muss gleich, denke ich, laden. Hallo. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vizima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Und die Kinder sind hier. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Und das im Anwesen der Kinder. What the fuck? Okay. Boah, gut. Schauen wir mal, wie YouTube das findet. Schwebt sie erstmal davon. Boah, haben wir erstmal eine Hexe weggebuttert. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheidet euch. Ja, Abigail ist cool. Ist halt eine Hexe, ne? Also, verhexe mich immer. Außerdem haben wir sie geknattert, von daher muss die ja gut sein, oder? Wie sehe ich das? Safe. So, pass mal auf, Kinders hier, ja? Ich gebe euch die Möglichkeit, euch zu verpissen, oder ich mache kalt. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen.
soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren. Dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. Ich denke nicht. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Oh, Bruder. Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Deshalb hast du einen von ihnen verkauft? Ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ja, bestimmt bist du denen treu. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Nee. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Warum sollte sie das gemacht haben? Nein. Ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Das denke ich nicht. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Zeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Na, ja, das wollen wir mal sehen. Keine Angst. Fürchtet euch nicht! Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten! Ach, wirklich? Hinfort, Hexer! Und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch! Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Oh Gott, ey. Sehr gut. Wo ist eigentlich Alvin? Jetzt sind die anderen Kinder. What the fuck? Hallo Doggo. Doggo, tu mir mal einen Gefallen und sei nicht so stark, okay? Ich hab noch kein Silberschwert, okay?
Okay, es sind mehrere Viecher. Wir hämmern mal schnell 20%, 10%, 40%. 40% hinzu. Darf ich auch angreifen? Hallo? So. Gönnen und jetzt kämpfen. Er greift dich an übrigens. Quest aktualisiert. Hallo, ich möchte nicht. Warum? Hallo? Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel! Ich glaube, kannst du ihn ja. Rip Abigail. Kann man Abigail retten? Du kleiner Bastard, komm mal her. Ist Abigail wirklich tot? Oh Gott, Abigail lebt! Nice! Danke. Ich hatte schon Angst, sie ist tot, ey. Du Bastard gibst mir 120. Du Bastard gibst mir 100. Der Bastard hat einfach mal 250, ey. Da sieht man es wieder. Kirche schlecht. Kinder, Kirche schlecht. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ja. Wer wäre ich denn sonst? Habt Dank und lebt wohl. Oh Bruder, hätte ich ja auch nochmal richtig bedanken können, ne? Gönnen wir jetzt hier erstmal nochmal die ganzen Bargästschädel. Ich weiß nicht, ob es eine einfache Taste für alles transferieren gibt. So. Ja, Kapelle gibt's wohl jetzt nicht mehr. Ja, kann ich mit dir handeln, zufällig, Mädchen? Komm mal her. Komm mal her. Nein, nicht laufen. Nein, warte doch mal. Okay. Ich verdanke euch mein Leben. Cool. Ich packe meine Sachen und verschwinde aus der Stadt. Diamantstaub und Schwalbe habe ich noch intus. Verrecke. Drecksvieh. Gönn. Wir schnacken nochmal mit dem königlichen Jägersmann. Vielleicht hat der was zu saufen. Ich hoffe. Der hat gar nichts. Okay. Das ist echt nicht so gut. Das ist doch echt scheiße, ey. Wir können uns nicht mit ihr treffen, wenn wir nichts zu saufen haben. Wir können jetzt natürlich schlafen und hoffen, dass sie dann nochmal in der Bar ist. Wer bist du? Und wieso liegst du hier rum? Ja, aber das bringt's ja auch jetzt nicht so. Ich speichere mal kurz. Ja, sonst müssen wir nochmal irgendwie 20 Minuten nachspielen oder so zum aktuellen Zeitpunkt. Also wäre jetzt nicht so das Problem. Wir sind schon bei 34 Minuten, ich würde sagen.
Wir versuchen das hier noch hinzukriegen. Sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.